Nun, wollen wir hindurchtreten? Ich bin mir nicht sicher, ob das klug ist. Könnt ihr erkennen, wie jetzt wohl weitere Wellen sich ausbreiten und sich dann ein kleines Mädchen aus dem Portal herausschiebt. Und das habt ihr schon einmal gesehen, und zwar in der Rezeption. Aha. Ungefähr 7 Jahre, würdet ihr sagen. In der rechten hält es ein langes Fleischermesser. Nickt euch freundlich zu. Hallo. Ich ziehe hier meinen Säbel vorsichtshalber und trete einen Schritt zurück. Seid ihr angemeldet? Sicherlich. Was? Wer seid ihr überhaupt, wenn ich fragen darf? Ich bin Morgwin. Und ihr seid was? Wie was? Ich bin Morgwin. Ihr seid die Haushälterin, das Kindermädchen? Das Kind? Ich bin 7. Ich bin die Schülerin von Rakulus. Ah, eine Schülerin. Nun. Sag mal, wir haben dich doch schon mal gesehen im Hotel. Ja. Was hast denn du da gemacht? Ich habe euch beobachtet. Warum? Weil Rakulus wissen möchte, wer ihr seid. Ach so. Können wir ihn denn treffen? Kannst du uns mitnehmen? Ja, kommt mit. Gut. Sie dreht sich wieder um und verschwindet wieder durch das Portal. Ist das klug? Naja, jetzt weiß er, dass wir hier sind. Also müssen wir schnell handeln. Gut, dann würde ich vorhin meine Armbrust nochmal spannen, also meine Balestrina und sie in den Oberstickel halt verstecken. Ich gönne mir mal einen Guardianum gegen Dämonen. Ach, ich lass mir Zeit. Wofür der Geiz? Ja. Gut, dann merkst du, das ist ein ganzer Guardianum, ne? Das ist jetzt kein persönlicher Schild? Nee, das ist ein ganzer. Also ich möchte Abel mir mit einschließen. Okay. Dann könntet ihr ohne weitere Vorbereitung rübertreten oder soll es noch was sein? Nein, ich denke nicht. Also den Säbel habe ich immer noch in der Hand, ist klar. Aber sonst... Gut. Ich würde auch nur die Hand am Schwertknauf belassen und dann hindurch. Ja, wenn ihr auf der anderen Seite wieder raustretet, fühlt sich so ein bisschen an, als würdet ihr euren Körper verlassen, als ob ihr hinter eurem Körper schwebt, und wenn ihr dann wieder auftaucht, könnt ihr in einem großen Turm stehen, der Schädelturm von Rakulus dem Schwarzen. Neben euch viele Fenster, ihr seid wohl im obersten Stock angelangt, also eine Treppe führt nach unten. Von Morgwin keine Spur, aber wenn ihr dann durch die Fenster rausguckt, könnt ihr tatsächlich sehen, wie sich dann hier der Radraum 100 Schritt breit, jeweils dann links und rechts in die Tiefe stürzt. 10 Schritt, wo dann ja tatsächlich auch der Tafelberg anfängt. Und ihr könnt aus der Entfernung Wahrung erkennen. Seid wohl gerade eine Meile gereist. Das ist interessant. Höchst interessant, wenn es doch nur nicht durch so schreckliche Mittel gespeist würde. Um euch herum flattern und schwirren einige krächzende Krähen. Ihr befindet euch wohl gerade, und das hattet ihr ja schon gesehen aus der Entfernung, in dem Gesicht des zweigesichtigen Götzen. Schaut einmal nach links und nach rechts, flussaufwärts und flussabwärts. Der Wasserfall tost. Ich würde mich mal im Raum umgucken, ob es eine Tür oder eine Treppe aus. Eine Treppe nach unten. Ich nicke mal Isoren zu in die Richtung, die Treppe liegt. Ich fürchte, dort müssen wir lang. Gut, folgt mir. Ja, wenn ihr die Treppe nach unten geht, könnt ihr nach einigen Wendeln dann auch in einem kleinen Zimmer stehen bleiben, wo dann verschiedene Tische stehen mit verschiedenen Utensilien darauf. An der einen Tischseite sitzt dann ein Halbelf, ziemlich gut aussehend, mit blonden Haaren, die kleine Morgwin, die sich da wohl ebenso gerade Platz genommen hat und die Hände begierig gerade auf dem Tisch abgelegt hat und wartet. Vor ihr liegen wohl einige Kristalle aus Sangurit. Der Kamin brennt und sie schauen euch an, nicken euch zu. Und Rakulus deutet wohl gerade mit einer der beiden Hände auf die freien Stühle. Guten Tag. Guten Tag. Setzt euch. Wir müssen reden.
Ich würde zum Stuhl treten, mich aber nicht hinsetzen. Ich tue ihm mal den Gefallen und setz mich hin. Gut. Ja, ihr könnt euch das Ganze so ein bisschen ansehen. Rakulos scheint nicht verunsichert, ob dessen, dass ihr jetzt in sein Haus eingedrungen seid, eingebrochen seid. Ja, vielleicht hat Morgwin das schon angekündigt, vielleicht wusste er auch schon vorher Bescheid. Nickt euch aber freundlich zu und vor euch steht dann auch tatsächlich sowas wie eine Schüssel mit Weintrauben. Ich bin Rakulos, aber das wisst ihr sicherlich. Man nennt mich die Stimme von Rassasor. In der Tat. Warum seid ihr hier eingedrungen? Ich kann mir die Antwort darauf fast schon denken, aber ich würde es gerne von euch hören. Ich gucke einmal Abel mir an, ob er etwas sagen möchte. Ich schüttel den Kopf. Nun, wir sind hierher gekommen, um euch für eure Verbrechen zu richten. Die da wären? Wessen bezichtigt ihr mich? Nekromantie. Das heißt, ihr habt Beweise dafür, dass ich Tote erhoben habe? Der bloße Aufenthalt in dieser Stadt und das Mitgliedsein im Nekromantenrat macht mich nicht zu einem verurteilten Verbrecher. Ihr habt das Reich verraten. Aha. Weil ich was tat? Indem ihr den Verrat von Praske begangen habt. Nun, er hält seine Hände so ein bisschen links und rechts einmal auf und stellt wohl gerade so etwas wie eine Waage dar. Man muss das Gleichgewicht der Welt wahren, die Kräfte der Dämonen und die Kräfte der Götter. Diese Kräfte befinden sich aktuell in einem Gleichgewicht. Mittlerweile. Wenn ihr jetzt allerdings an diesem kleinen Weglein spielt, dann muss das Gleichgewicht wieder auf die richtige Seite gebracht werden. Ich kann euch sicherlich helfen, nicht nur den Nekromantenrat zu zerstören, sondern auch Rassasor zu vernichten, aber dafür brauche ich etwas anderes. Als Gegenleistung. Ihr verlangt eure Gegenleistung für euer Leben? Nicht für mein Leben. Für das eurer Assistentin, eurer Schülerin? Ich möchte euch einfach nur sagen, dass es aktuell wenig Sinn hat, mich zu töten. Sagen wir so, ich bin ein Meister der Zeit. Und wenn ich hier rausgehe, dann gehe ich hier raus. Ich muss nicht laufen, ich muss nicht fliehen. Dann schnipse ich einmal mit dem Finger. Ja, schnipse mit dem Finger und plötzlich steht er am Kamin. Ihr seid recht vielseitig. Aber von den Besten gelernt. Wie gesagt, ich fühle mich nicht von euch bedroht, auch wenn ihr mich gerne umbringen wollen würdet. Dies steht noch nicht in eurer Kraft. Nun, es wäre ein Versuch wert, nicht wahr? Er lächelt dich gütig an. Wollt ihr eure Assistentin selbst hinausschicken oder sollen wir das tun? Du kannst auch selber mit mir reden. Ich rede aber gerade mit deinem Meister. Aber ich kann doch zusehen. Da lernt man am meisten. Ich ignoriere die. Ich gucke Rakulos an. Ein kleines Naturtalent der Magie. Selbst in ihrem zarten Alter. Es wäre doch schade, wenn sie in diesem zarten Alter zu Schaden kommen würde, nicht wahr? Ja, sicherlich. Aber ihr solltet sie nicht unterschätzen. Riskiert doch einfach mal einen Modem. Ihr werdet sicherlich erstaunt. Bei Zeiten. Ihr seid also nicht daran interessiert, Rassas zu zerstürzen. In der Tat. Ich verstehe nun nicht ganz, was eure Rolle in dieser, nun ja, Komödie sein soll. Komödie? Ein wahrer Horasia. Der Kult der zwei Gesichter, wie gesagt, wahrt das Gleichgewicht. Das habe ich euch schon versucht zu erklären. Erzählt mir davon. Unterhaltet mich. Es gab vor einiger Zeit ein starkes Übergewicht der Götter, eine Übermacht, möchte ich sagen. Diese ist allerdings nun aufgehoben und die Welt ist wieder so, wie sie sein muss. Geordnet.
So spricht ein wahrhaft Irrer. Und welchen Anteil hattet ihr daran? Außer eurer Taten im letzten Herzog der Dämonen. Mit der Vernichtung von Werheim tatsächlich hatte ich wenig zu tun, aber ich habe von hier aus unterstützt. Nun ist meine Aufgabe erfüllt. Wenn ihr jetzt allerdings dieses Gleichgewicht wieder verändern wollt, dann habe ich doch einen großen Einspruch und würde ganz gerne, dass auf eurer Seite wieder jemand stirbt. Beispielsweise die Stadt Wahrung würde fallen. Damit kann ich leben, aber dann fordere ich auch ein Leben von euch. Ich glaube, das von, sagen wir, Jalan Goltan würde reichen. Glaubt ihr wirklich, ihr seid, könnt euch diese Forderung stellen? Das ist ein Angebot, keine Forderung. Konnte ich ebenso helfen, diese Stadt zu erobern. Ja, das verwundert mich jetzt nicht, dass ein Verräter nochmals bereit ist, einen Verrat zu begehen. Das ändert nichts daran. Ich glaube nicht, dass ihr etwas habt, das wir wirklich so dringend benötigen. Wissen? Ich vertraue darauf, dass die Herrin Hesinde mir genau das Wissen gibt, das ich benötige, um meine Aufgabe in dieser Welt zu erreichen. Wisst ihr denn, wie ihr nach oben kommt, auf den Berg? Den wahren Namen von Rassasor erlangt? Wir werden einen Weg finden. Zu gegebener Zeit wird sich das alles herausstellen. Also gut, Morgwen, würdest du bitte nach draußen gehen? Okay, darf ich? Sie schaut zu Isarun. Spielt bitte mit dem Messer. Steht dann auf und geht. Vielleicht sehen wir uns bald wieder. Ja, damit geht sie in aller Seelenruhe, hopsend, in so einem kleinen Hopserlauf mit dem Messer spielt, als wäre es ein Kuscheltier, die Treppe nach oben und verschwindet. Rakolo steht da weiter. Schaut euch an. Ich erhebe mich von meinem Stuhl. So viel Wissen, was verloren gehen würde. Limbus-Magie, Zeitmagie. Ja, Initiative. Ich würde dann gerne, genau. Habe ich mir gedacht, dass das jetzt kommt? Schick. Könnt ihr diesen Teppich mitbringen, wenn ihr fertig seid? So, dann Amelmir hat Initiative. 18. 18. Isarun? 22. 22 Isarun. Muss ich gerade mal gucken, ob Rakulus hier sowas wie Werte hat. Derweil möchten die anderen etwas tun. Sitzt ihr einfach nur im Hotel herum? Ich denke... Sorry. Nun, Koriana, könnt ihr uns noch mehr über diesen Bienenkönig erzählen? Er stellt, wie gesagt, das Wachs her. Für die Stadt. Ich kann euch die Adresse sagen, unter der er wohnt. Ist etwas über seine Fähigkeiten bekannt? Also ich gehe fest davon aus, dass er irgendetwas mit Bienen macht, sonst würde er ein Bienenkönig heißen, sondern, naja, Ameisenkönig oder so. Ein alter Alhania, bin ich der Meinung. Ich kenne mich mit diesen alten Kulten nicht aus. Hat er Untergebene oder nur Bienen? Bienen als Untergebene, genau. Das erscheint mir unpraktisch. Naja, wenn er diese Bienen beherrscht, dann kann das sehr mächtig sein. Tiere sind mächtige Verbündete, Jalan. Und deshalb, ja, ich stelle mir gerade vor, wie ein solches Mistvieh sich durch meine Rüstung wühlt. Ich mache da wenig dran, denke ich. Wohl wahr. Ja, also, eure Magier hätten da sicherlich etwas ausrichten können, aber wenn ihr zu viel Angst davor habt. So ist das ja nicht. Also, ich kann ja auch etwas ausrichten, aber... ist nicht gerade meine Stärke, Tiere zu beherrschen, und wenn es dann auch noch ein Schwarm ist in großer Menge. Und ich nehme an, wenn er sie beherrscht, wird diese Beherrschung brechen, sobald er tot ist. Würde ich auch sein. Alhania, sagt ihr. Ist vielleicht ein Mittel gegen Bienen, dass sie ihn forthält? Ich kenne mich mit den kleinen Tieren nicht aus. Nun, ich kann mich schlecht selbst in Brand setzen. Aber
aber ich kann das für euch machen. Danke, zu gütig, aber ich denke, ich werde verzichten müssen. Kann ich mal auf Tierkunde würfeln? Kannst du machen. Kommt Tierkunde sind wir drin, oder? Ja, Insekten als Spezialisierung. Ja, nicht ganz so gut wie Voltax. Ja, machen Honig, haben Angst vor Feuer. Wohnen im Wald. Und auf Wiesen. Und auf Weiden und den Auen. Okay, Naja, wenn sie Angst vor Feuer haben, vielleicht kann man das hier irgendwie nutzen. Weiß nicht. Wir können eine Fackel mitnehmen. Wir werden wohl kaum das Haus in Brand setzen. Wir haben noch diesen Brandapfel, den Nabel mir hergestellt hat. Ja, das kann nicht schaden, nicht wahr? Und mitnehmen können wir ihn wohl. Moment mal, wartet, einen Moment. Ich werde schon für die Brandstiftung an einem Haus hier gesucht. Wenn jetzt ein weiteres Haus in Flammen aufgeht und ich da einfach rausspaziere, dann wird das wirklich schwierig. Und derzeit ist ja kaum einer auf den Straßen unterwegs. Zeit für einen neuen Titel. Boltax Feuertod oder so etwas. Denkt euch was aus. Werdet kreativ. Mal die, wo ich meinen Titel bekommen habe. Wo sagt ihr dir gleich, wohnt der Mann noch? Bei den Wachsziehern. Was ist denn mitten an der Gasse? Ich fürchte, wenn wir dort ein Feuer legen, könnte sich es schnell ausbreiten. Ja, dann müssen wir es irgendwie anders machen. Ihr wollt die Stadt auch sowieso abreißen, oder nicht? Idealerweise nicht, nein. Nun, einige Dinge werden wohl sicherlich weichen müssen, aber so wie ich das sehe, ist das meiste von Wahrung noch... Wahrung. Ich kann natürlich versuchen, die Bienen zu kontrollieren, aber ich kann euch nicht versprechen, dass das klappt, Jalan. Und wenn er wirklich der Bienenkönig heißt, denke ich nicht, dass dies ein zielführender Zeitvertreib ist. Wir könnten hineinrennen und hoffen, dass wir ihn kriegen, bevor die Bienen uns kriegen, aber... Ich kann auch versuchen, alles etwas langsamer zu machen, aber ich glaube nicht, dass das etwas bringt. Wobei, wie reagieren Bienen wohl auf Kälte? Wenn sie Feuer nicht mögen, würden sie Kälte ja eigentlich mögen. Aber ich habe selten Bienen im Winter draußen gesehen. Verlässt er sein Haus denn jemals? Was steht davor? Mittlerweile wohl weniger, weil oben auf dem Berg die Echsen die Akademie abgesperrt haben. Er ist kein Nekromant. Zumindest kein Baktierer mit der schwarzen Mutter. Was macht das denn so seltsam? Was macht er dann auf der Akademie? Lernen und lehren. Bienenzucht? Die Beherrschung von Bienen nehme ich dann an. Ach, das führt uns alles nirgendwo hin. Hat jemand einen guten Plan? Auf wollt ihn? Ihr da hingehen oder habt ihr Angst? Wir können da hingehen, aber irgendwie muss ich getarnt bleiben. Keine Sorge, ich passe schon auf dich auf. Na gut. Und wir können uns zumindest das Haus einmal ansehen. Das wird wohl nicht schaden. Also, führt den Weg, wenn ihr mögt. Sie nickt. Und führt euch dann zum Bienenkönig, dem alhanischen Zaubermeister. Derweil, 16 Rakulus muss anfangen. Ihr anderen könnt erkennen, er wirkt ein Zauber. Ich möchte vorziehen. Habe ich mir gedacht. Abel, mir möchtest du zuerst? Ich würde meine Armbrust aus meinem Halfter ziehen. Mhm. Dann hast du sie in der Hand. Und daraufhin in einer Aktion einen verkürzten Gardianum gegen Zauber wirken. Ein Gardianum gegen Zauber, okay. Zauberschutz. Genau, verkürzter Zauber bei einer Aktion gesagt. Gut, hast du Schnellziehen? Nein. Dann würde ich erst den Gardianum und dann die Armbrust ziehen. Machen wir in der Reihenfolge. Gut. Dann würfel den Gardiano und dann kannst du anfangen, deine Waffe zu ziehen. Isaro, erste Aktion. Ja, meine erste Aktion ist, Rakulus zu blitzen. Ah, war so klar. Kämpf doch mal fair. Schade, das war nur der Gardiano. Ich dachte, das wäre so ein schlechter... Ich finde, aber der liegt auch schon, ne? 18. Ich habe alle übrig behalten. Ich hab nur den Gardianum von Abelmeer gesehen. Der war nicht so gut. Ja, schade. Aber ja, er schreit auf und ist erstmal blind.
viel mehr hat der Junge wohl? 10, nicht so viel. Wenn er eisernen Willen noch angemacht hat, dann halt 16, aber kommt er halt trotzdem durch. Hilft ihm trotzdem nicht. Dann sinkt jetzt seine Initiative sinkt um 18 Punkte. Yep. Mhm. Ja, dann ist er halt bei 0. Für 18 halbe Aktionen. Ja. Schreit trotzdem weiter auf, würde versuchen, seinen Zauber weiterzuwirken. Denk dran, dass er darauf ZFP-Sternpunkt der Schwernis kriegt. Ich weiß. Isaro hat noch eine Aktion. Genau, ich möchte hier gerne mein Schwert ziehen. Da hatte ich ja die ganze Zeit schon die Hand drauf. Hm, hast du schnell ziehen? Nee. Dann das dauert das. Zwei Aktionen, oder? Genauso wie Abelmir. Ja, dann kann Abelmir seinen Guardiano in einer Aktion sprechen und dann auch ebenso seine Arbalone. Nee, was? Ballestrina ziehen. Und nach drei Aktionen spricht Rakulos und Lalox, oder? Schauen wir mal, ob das irgendwas wird. Ist aber jetzt nächste Kampfrunde, oder? Genau, nächste Kampfrunde. Er braucht drei Aktionen und ihr habt jetzt euer Schwert gezogen in der dritten, beziehungsweise in der dritten. Und er ist jetzt gerade fertig geworden. Und das ist ein guter Ding. Ist dann der Blitz sich, finde ich, erschwerend? Ja, er hat trotzdem gut gewirkt. Guck ihn an. Er hat einen ZFP-Sternchen von 14, wenn er schon runtergekürzt hat auf drei Aktionen. Und wenn er jetzt, halt die Schnauze, wenn er jetzt die 14 mit einer plus 18 versieht, dann hat er trotzdem immer noch mit der 731 hat er einen Zauber geschafft. Es ist vor allem nur ZFP-Stern, also keine plus 18. Das ist total okay. Das Ding hat nämlich Merkmal dämonisch und ich habe ein Guardianum gegen Dämonen. Ja. Aber habe ich mich nicht. Doch, wenn er neben mir steht, ich glaube, da habt ihr doch geachtet. Also ich weiß nicht, wie riesig der Raum ist. 1:1. Aktuell sind es 5 Meter. Dann steht er nicht drin. Er ist zwar blind, aber er hat eine Wolke angesagt, die sich jetzt kegelförmig ausbreitet. Und er macht jetzt 14 SPA an euch. Und wenn ihr mehr SP bekommt, als eure Konstitution ist, dann fallt ihr in Ohnmacht. Aber Abelmir hat einen normalen Guardianum, oder? Mittlerweile gegen Zauber. Der bleibt ja auch dran hängen, weil er Merkmalschaden hat und der Standard Guardianum Schaden fängt. Ja. Schade. Dann verliert ihr 2 Schildpunkte. Und er muss gerade selber mal gucken, ob er... Dunkfliegen, schillernde Ekel. So, Moment. Der Zauberer beschwört eine dunkle, üble Wolke aus den Dämonensphären, wie ein heftiger Windstoß aus dem Mund des Beschwörers fährt, sich kegelförmig bis zu einer Entfernung von 7 Schritt ausbreitet und dort lange verharrt, bis sie von einem Luftzug aufgelöst wird. Diese wie Dunkfliegen, schillernde und ekelerregende und süßlich stinkende Wolke bewirkt bei allen, die sie einatmen, eine heftige Übelkeit. ZFP Stern SPA und führt bei misslungener Probe dazu, dass das Opfer für ein W6 Spielrunden das Bewusstsein verliert. Resistenz gegen Krankheiten und Immunitäten, Atemgifte und so weiter. Kegelförmige Ausbreitung, stinkender Nebel. Ja. Schillert, glitzert, euer Guardianum funkelt ein bisschen und damit ist seine dritte Aktion, beziehungsweise in der zweiten Kampfrunde seine erste Aktion durch und ihr habt beide eure Waffen in der Hand. Ja, ich würde auf ihn schießen. 5 Meter entfernt ist er von mir, oder? Etwa? 4 Meter. Ja, gut, 4, 5 Meter ist egal. Ein mittelgroßes Ziel, also als plus 2. Er ist unbewegt, er steht ja. Richtig? Es ist trotzdem eine leichte Bewegung. Gut, dann unbewegt ist wirklich, wenn du umpennen bist oder so. Gut. Also plus 2, die Entfernung ist sehr nah oder nah, glaube ich. 2 Meter, 4, 5 Meter. Ist plus minus 0. Stehendes Ziel ist minus 2, also plus 2, minus 2 ist plus minus 0 bis jetzt. Sichtverhältnisse, keine Ahnung. Also stillsteht ist er nicht, er ist im Kampf, also rechnet er mal eine plus 2. Ich habe gerade gesagt, dass er nicht stillsteht. Ja. Okay, also ist dann plus 2, also plus 4 insgesamt. Sichtverhältnisse. Schieß einfach mal. Gut. Können wir noch nachrechnen, wenn es knapp ist. Wie zum Beispiel wie bei einer 18. Ja, das wird wohl nicht genug sein. Das ist auf keinen Fall gescheit. Es sei denn, du schickst Shippies jetzt. Ich schipp die mal. Und wofür die nochmal?
Dann müssen wir zum Beispiel mit einer 3 nicht nachrechnen. Dann können wir uns den ganzen Rechenquatsch sparen und kannst du Schaden machen. Jo. Erhöhter Schaden durch Entfernung? Das schätzt das nicht. Ballestrinas haben richtig beschissene Werte. 2, 4, 4 bis 9 ist plus minus 0. War nicht so viel. 12 ist. Rakulus, hat er eine Konstitution? Wunschwelle 6. Dann denk ist dran, das dass bei gesenkter Wunschwelle 4 und 10 sind 2 Wunden. Muss ich einen Treffer zu auswürfeln? Ja. Oh. Aber nicht der schlechte Kopf, nur der gute. Ja. In den Kopf, dann verliert er Initiative, ne? Ist egal. Ist sowieso schon bei 0. Glaube ich auch Intuition. Er darf ja Notfalls dafür sowieso selbst beherrschen proben. Rakulus hat keine. Ja, eigentlich hat er keine dritte Aktion mehr. Also Isarun könnte jetzt quasi mit ihrer ersten anfangen. Ja, genau. Also ich bewege mich dann halt auf ihn zu mit meiner zweiten Aktion. Genau, mit der zweiten. Dann direkt vor ihm. Und dann würde ich, wenn du sagst, dass die nächste Kampfrunde anfängt, auch direkt vorziehen. Ja, weil sonst tockt er mit seinem Stab auf und versucht da irgendeinen Stabzauber zu aktivieren. Ja, okay, ich möchte zweimal angreifen. Ja. Da ist mein Kampftab. Ich möchte einen Wuchtschlag plus 6 machen. Der ist gerade so gelungen. Möchte er parieren? Kann nicht parieren, er hat keine Ahnung. Er will mit seinem Stabzauber weitermachen, er weiß nicht, dass du kommst. Okay, dann gibt es jetzt einmal 21. Er ist tot. Echt jetzt? Ja, natürlich ist er tot. Das ist ein Magier, was glaubst du, wie viele LEP der hat? Ich gehe mal von mir aus. Warte, wie viele hast du? Im Moment oder generell? Generell. 33. Dann wäre er jetzt trotzdem tot, denn ihr habt 33 Schaden gemacht. Nice. Also auch ein Isarun wäre jetzt gestorben. Ja, dann beschreibt bitte die Szene. Ich lasse gerne Vortritt. Isarun stürmt dann nach vorne, nachdem Abel mir seinen Bolzen abgeschossen hat. Fackelt gar nicht lange, hebt einmal ihr Schwert so mächtig über die Schulter und schwingt es mit unglaublicher Wucht auf den Nekromanten nieder. Trifft ihn dann an der linken Hüfte und ja, hackt ihm quasi das Bein ab. Gedärme quillen raus und Rakulus stürzt zu Boden. Mhm. Von der Wucht des Einschlages fällt er tatsächlich hinten noch in den Kamin hinein und fängt dann so ein bisschen an der Robe an zu brennen. Ihr könnt allerdings erkennen, wie jetzt wohl aus dem Inneren seines Körpers, der sich so ein bisschen aufbläht und er dicker und dicker wird.